Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier im Wissenschaftstheater des Fenus zum Science Talk, den wir gemeinsam mit der Volkswagen Group hier veranstalten. Das ist eine regelmäßige Reihe mit unterschiedlichen Vortragsformaten. Das zweite Format ist das Format Meet the Scientist, wo wir Wissenschaftler in der Ausstellung haben, die zu ihrem Forschungsprojekt präsentieren. Das sind meist Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und der Science Talk ist eigentlich so angelegt, dass wir hervorragende Forschungspositionen aus der Region hier präsentieren wollen. Und dass wir heute Abend jetzt hier Matthias Reckers zu Gast haben, freut mich sehr, weil Herr Reckers jetzt auch mit unserem Partner Volkswagen sehr eng verbunden ist. Er arbeitet da. Also deswegen kriegen wir jetzt einen direkten Einblick in aktuelle Forschung, die bei Volkswagen abläuft gerade, hoffe ich. Group Innovation, genau. Genau. Das Thema heute Abend ist Energiemanagement für erneuerbare Energien und E-Mobilität. Und dass das ein dringendes Thema ist, wissen wir alle, glaube ich. Also wir lesen ständig über steigende Temperaturen in unserem Umfeld. Also wir spüren das und natürlich auch auf dem gesamten Planeten. Wir bekommen mit, welche Energiepreise es gerade gibt. Wir bekommen mit, wie das zu Transformationen in gesamten Branchen auch führt und auch natürlich, was das für gesellschaftliche Konsequenzen hat und Diskussionen hat und auch Herausforderungen hat. Und deswegen ist natürlich einerseits spannend, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, aber was haben wir als Gesellschaft vielleicht auch für Erwartungen an Firmen, an Forschung, dass diese Firmen, dass die Forschenden da Innovationen entwickeln, die uns dabei helfen, saubere Energieformen zu entwickeln und weniger Energie zu verbrauchen und dafür zu sorgen, dass wir in irgendeiner Form den Klimawandel, die Klimakatastrophe auch stoppen können. Und deswegen bin ich sehr gespannt heute Abend, was wir da als Einblick auch bekommen. Herr Reckers ist verantwortlich für das Handlungsfeld Connected Energy Systems der Volkswagen Group Innovation. Der Schwerpunkt da ist die Dekarbonisierung der automobilen Wertschöpfungsketten mittels grüner Energie und intelligentem Energiemanagement. Das hört sich kompliziert und ein bisschen sperrig an. Ich hoffe, dass wir dem heute noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Und vorher war er Projektleiter für die Erforschung innovativer Fuel Cell Electric Vehicles, also Brennstoffzellen, Autos. Und ist von seiner Ausbildung her Diplom-Wirtschaftsingenieur, hat in Braunschweig studiert und in Baton Rouge in den USA. Und ich möchte, bevor wir jetzt mit dem Vortrag beginnen, noch ganz kurz hinweisen und vor dem Vortrag schon Werbung machen für unsere aktuelle Ausstellung, die heißt Power to Change. Da geht es auch um die Mission Energiewende, das heißt die Herausforderungen, die für uns als Gesellschaft da herrschen und natürlich auch die Innovationen, die aus der Forschung kommen. Und ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, sich diese Ausstellung anzuschauen, die wir hier jetzt seit 2 Wochen im Feno präsentieren. Die ist zwar noch bis zum Februar zu sehen, aber schieben Sie es nicht zu lange heraus. Das ist wie mit dem Klimawandel. Je eher wir anfangen zu handeln, desto besser. Und so hoffe ich, ist es mit Ihrem Besuch auch hier im Feno zu der Ausstellung Mission Energiewende. Ich überlasse Ihnen das Feld für den Vortrag Energiemanagement und erneuerbare Energien und E-Mobilität. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Essing. Herzlichen Dank an das ganze Feno-Team. Ich bin sehr geehrt und freue mich sehr, hier einmal sprechen zu dürfen heute. Das Feno ist ja seit Jahren, Jahrzehnten hier so der Anlaufpunkt für die Themen rund um MINT. Ich war hier auch schon mehrere Male und bin eigentlich immer begeistert, wie hier die Themen zugänglich gemacht werden. Daneben ist das Gebäude auch wahnsinnig schön, neben dem VW-Werk. Mit Abstand das schönste Gebäude, denke ich, in Wolfsburg. Und ja, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie den Weg heute Abend hier ins Feno gefunden haben, hier vor Ort. Und auch danke an die Zuschauer, an den angeschlossenen Empfängern. Ich hoffe, dass ich hier wenige, aber vielleicht doch
interessante Einblicke Ihnen mitgeben kann, was mir eigentlich die wichtigste Botschaft ist, weil in dieser interessanten Ausstellung Power to Change wird am Ende so eine Abstimmung gemacht. Und das aktuelle Ergebnis, ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen, ist, dass leider die Mehrzahl der Besucher nicht sagt, Energiewende, ja, da mache ich mit. Das sind auch viele, das sind so ungefähr 40% nach aktuellem Stand, wenn ich richtig gezählt habe. Aber doch die Mehrheit, also in verschiedenen Kategorien, Menschen, die sagen, ja, ist mir egal, das sind ganz wenige, aber es gibt auch welche, die sagen, ja, nicht bei mir oder ja, aber ich möchte auf nichts verzichten. Und was im Moment an Dynamik in diesem Bereich passiert, das möchte ich gerne anhand von einem zugegebenermaßen etwas zahlen- und diagrammlastigen Vortrag Ihnen nahebringen, denn wir haben wirklich keine Notwendigkeit hier oder keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn die Herausforderungen groß erscheinen mögen. Ich habe hier eine Agenda vorbereitet, die sich wie im Prinzip ein klassisches Drama in 5 Akten erstreckt, vom Heute ins Morgen über erneuerbare Energie, E-Mobilität und innovatives Energiemanagement. Und einsteigen möchte ich mit so diesem trockenen, mit dieser trockenen Zahl, 417 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre letztes Jahr. Was heißt denn das eigentlich? 1979, da war ich noch nicht geboren, da waren es noch 337 Parts per Million CO2. Okay, die Konzentration in der Atmosphäre nimmt zu. 80 von diesen irgendwas Parts per Million sind wohl mehr geworden. Das sind 20% in 40 Jahren. Es gibt die Wissenschaftscommunity der ganzen Welt, die sich jedes Jahr bemüht, im IPCC-Bericht alle Zahlen, Daten, Fakten zusammenzufassen und der Welt zu zeigen, was eigentlich gerade passiert. Wir haben eine Konzentration in der Atmosphäre erreicht, oder einen Ausstoß von Klimagasen, man spricht von CO2-Äquivalenten, der im Moment bei knapp 60 Gigatonnen weltweit liegt. Und die Stated Policies, also die beschlossenen Politikpfade der Länder der Welt, sagen voraus, oder wenn man das sozusagen extrapoliert, dann ist man auf einer Flatline, 60 Gigatonnen jährlich. Wir müssen aber, um die Temperatur nicht ansteigen zu lassen, zu stark, müssen wir das drastisch reduzieren. Und hier links oben in der Ecke ist dargestellt, für das 1,5-Grad-Ziel ist natürlich jetzt so ein sehr deutlicher Knick nach unten erforderlich. Für das 2-Grad-Ziel ist auch so ein sehr deutlicher Knick nach unten erforderlich. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es sehr, sehr warm in der Zukunft und es wird auch in unserer Lebensspanne oder auch in der Lebensspanne unserer Lieben, sehr warm in der Atmosphäre und das ist unbedingt zu vermeiden, weil das einfach sehr viele negative Konsequenzen nach sich zieht, weil das nicht nur Wetter ist, sondern Klimaveränderungen, die einfach die Lebensgrundlagen zerstört. Die Anteile dieses CO2-Äquivalentausstoßes gehen maßgeblich auch auf Stromerzeugung weltweit, 23% etwa, und den Straßenverkehr mit 10% zurück. Und diese beiden sind glücklicherweise gut zu dekarbonisieren. Und ich habe jetzt hier mal, um so ein bisschen ins Positive überzuleiten, Reduktionsziele für das 1,5-Grad-Szenario dargestellt. Wir hatten letztes Jahr, wir müssen in den nächsten 7 Jahren in der Stromerzeugung gegenüber 22 60% reduzieren. Und das geht mittels erneuerbarer Energien. Und da gehe ich gleich auch in dem nächsten Kapitel drauf ein, wie das möglich ist. Und auch bei der E-Mobilität haben wir Chancen, den Verkehr um 30% innerhalb dieses Zeitraums zu reduzieren. Das sind die Ziele der Internationalen Energieagentur. Das ist im Prinzip die Weltorganisation, die am besten konsolidierten Zahlen liefert. Was heißt das für den Ausbau, wenn man diese Reduktionsziele ernst nimmt?
Das heißt, für den Ausbau von Wind und Sonne eine Vervierfachung in diesem Jahrzehnt. Ja? Also das ist plus 297%, das heißt Faktor 4 gegenüber vor 3 Jahren. Und für die Anzahl von E-Fahrzeugen ist es noch unglaublicher. Plus 3.490%, Faktor 35. Glauben Sie nicht? Ich zeige Ihnen, dass es wirklich gute Chancen gibt, dass wir diese beiden Ziele erreichen werden. Erneuerbare Energie. Hier möchte ich mal ein Experiment wagen, einen Blick in die Vergangenheit, Fernsehgeschichte Deutschlands. Und hier Peter Lustig von Löwenzahn. Angetrieben, man kann es aber auch mit Wasser machen. Ein Wasserfall könnte eine Turbine antreiben. Oder so wie hier ein Speichersee. Man pumpt Wasser da hinein, wenn man Strom übrig hat. Und wenn man Strom braucht, lässt man es wieder ab. Durch lange Röhren rauscht es dann runter und treibt dann da unten in dem Gebäude eine Turbine an. Eine sehr elegante Art, Strom zu speichern. Wind ist auch eine saubere Energie, die nichts kostet. Das wussten schon die Müller früher mit ihren Windmühlen. Diese Mühlen hier allerdings, in einem Windpark an der See, malen kein Korn, sondern drehen Generatoren, Dynamos, oben auf den Stängeln. Damit kann man natürlich auch Strom machen, mit Solarzellen. In die Kohle und auch in den Wind hat ja irgendwann mal die Sonne Energie hineingesteckt. Warum also nicht gleich die Sonne selbst anzapfen? Ihr Licht wird in solchen Paneels direkt in Strom umgewandelt. Sauber, leise und ohne Qualm. Sicher, wir müssen dann noch ein bisschen forschen. Wir wären aber dumm, wenn wir die schöne Energie auf den Boden fallen ließen. Man kann sie doch auffangen in diesen blauen Platten. Und wenn man damit eine Hauswand verkleidet, die nach Süden zeigt, dann kommt der Strom wirklich aus der Wand, ganz umsonst. Und es sieht noch schön aus. So, warum habe ich das jetzt abgespielt? Einerseits, weil mir empfohlen wurde, dass so ein Video den Vortrag durchaus auflockert. Andererseits finde ich das auch wirklich, also beim Recherchieren ist mir das aufgefallen, dass die Themen ja die gleichen sind wie heute. Energie aus Wind, aus Solar, das wusste man im Prinzip schon sehr lange, seit Jahrzehnten, dass das die Zukunft sein wird, wenn man dekarbonisieren möchte. Außerdem braucht man Speicher, Energiemanagement, eine Energiemanagementlösung. Was aber auch auffällt, oder was ich sehr persönlich lustig fand, das ist im 4:3 Format und diese ganzen Technologien sehen irgendwie altmodisch aus. Das ist aber trotzdem, das ist aus dem Jahr 2000. Das heißt, es ist noch nicht so lange her, also jedenfalls gefühlt. Und was auch auffällt, es ist jetzt mittlerweile schon wieder 23 Jahre her. Jetzt sagt der Chef dieser besagten internationalen Energieagentur, wir haben die nachgewiesenen Technologien und auch die Möglichkeiten der Gestaltung der Politik, dass wir diese Emissionen innerhalb dieser Dekade, also er meint tatsächlich, das ist eine aktuelle Aussage, bis 2030 so reduzieren können, dass 1,5 Grad ein Ziel, within reach, also als Ziel durchaus erreichbar noch ist. 7 Jahre. Wir hatten jetzt von Löwenzahn 23 Jahre verstrichen und was in dieser Zeit passiert ist, das zeige ich hier mal, beziehungsweise einmal noch kurz der Blick international, der Trend im Strommix geht weltweit zu erneuerbaren Energien. Also es ist mitnichten so, dass es ein rein deutsches Thema ist oder ein Thema, was zum Beispiel in China oder USA nicht beachtet wird. Es ist ganz im Gegenteil so, dass es sehr gleichmäßig diesen Anstieg auf 70-75% Stromerzeugung aus Erneuerbaren gibt. Und zwar nicht nur getrieben durch die CO2-Reduktionsziele, sondern auch, weil Sonne und Wind
insbesondere sehr, 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 sehr viel günstiger geworden sind. Und wenn die Investitionsentscheidungen anstehen, ob man Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke oder eben Solarparks bauen könnte, dann ist die Entscheidung häufig pro erneuerbare Energien. Und hier kann man das nochmal in Zahlen sehen. Hier ist jeweils dargestellt der Vergleich 2010 bis 2020, wie die Installationskosten gefallen sind. Man sieht hier bei Solar, also US-Dollar pro installiertem Kilowatt, da sind die Herstellungskosten für die Module drin, da ist aber auch schon der Handwerker drin, da ist alles drin, das ist um 83% gefallen. Bei Wind, Onshore und Offshore ist nicht ganz so dramatisch, aber auch wahnsinnig große Zahlen an Reduktion innerhalb einer Dekade. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass die installierten Kilowatts oder Gigawatts auch noch höher ausgelastet werden. Also das heißt, der Kapazitätsfaktor, der sagt aus, wie viele äquivalente Volllaststunden ich pro Jahr denn eigentlich diese Anlage habe. Denn man weiß, die Sonne scheint ja nicht den ganzen Tag und der Wind bläst auch etwas unterschiedlich. Die Technologien, die heute installiert werden, die haben einen wesentlich höheren Kapazitätsfaktor. Das hilft auch übrigens beim Energiemanagement. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Wir haben in den Jahren 2022 bei Solar einen Sprung in den Gestehungskosten. Die Gestehungskosten sind das, was es durchschnittlich weltweit kostet, eine Kilowattstunde zu erzeugen. Um 90% sind diese Kosten gesunken. Und das hat sie von der teuersten Energieform oder Elektrizitätserzeugungsform zur häufig günstigsten Form gemacht. Und bei Wind ist es ähnlich. Also diese 5 Cent, 3 Cent, sind 8 Cent, das sind wirklich sehr, sehr kompetitive Technologien. Und mir ist es sehr wichtig, dass diese Dynamik einfach breit bekannt ist, dass diese erneuerbaren Energien einfach nicht immer den Anstrich haben. Das machen nur Leute, die überzeugt sind. Das führt nämlich auch dazu, dass hier in Deutschland der Strommix nicht nur aus Umweltgründen schon zu über 50% aus erneuerbaren Energien besteht. Und die jährliche Zuwachsrate ist 8,26%. Das ist wirklich, wirklich gut, weil wenn man jetzt mal unterstellt, dass diese Wachstumsrate ja vielleicht konstant ist, man sieht eigentlich einen ansteigenden Verlauf, bei konstanter Wachstumsrate würde unser Anteil an der Stromerzeugung von den Erneuerbaren in 2030 bereits bei 95% liegen. Das ist höher als der Plan der Bundesregierung. Und in 2050 extrapoliert sind das 450%. Braucht man denn überhaupt so viel Strom? Kommt später. Hier nochmal eine andere internationale Perspektive. Also zwischen 2010 und 2020 gab es einen wirklich sehr starken Anstieg der Stromerzeugung aus Wind und Solar. Eben hatte ich den prozentualen Anteil der Stromerzeugung dargestellt und jetzt sind es hier die erzeugten Terawattstunden pro Jahr. Man sieht in Deutschland, deswegen ist die Zahl hier ein bisschen anders, 13% gegenüber 8, irgendwas. Wir sind jetzt hier bei knapp 200 Terawattstunden gewesen 2020. In den USA könnte man ja meinen, die setzen voll auf Benzin und Erdgas oder wie auch immer, aber es ist nicht so schlimm, wie häufig angenommen wird. Also es gibt hier auch eine absolut überzeugende Wachstumsrate von 11% und man sieht, in Summe ist uns da die USA von der installierten Erzeugungsleistung und auch den produzierten Strom deutlich schon voraus. Was aber der absolute Hammer ist, finde ich, China. Also hier hat man 21% Zuwachsrate in der letzten Dekade gehabt. Und es ist nicht so, dass sich das abkühlt, sondern das geht einfach durch diese massiv gesunkenen Stromgestehungskosten getrieben insbesondere, geht das, ich sag mal, ab wie Schmitzkatze. Und
Insofern ist China natürlich leider auch der größte Emittent von Treibhausgasemissionen, aber sie sind auch ein wirklicher Treiber dieser Innovation. Und das, denke ich, gibt Hoffnung, denn wir sind in Deutschland absolut nicht alleine mit diesen vermeintlichen Klimaschutztechnologien. Das ist auch so ein bisschen egoistisch, wenn man das macht, denn das ist einfach die günstigste Energie, die wir heute haben. Hier nochmal eine Perspektive, was ist eigentlich, wenn man jetzt die ganze Mobilität von Benzin und Diesel auf Elektromobilität umstellt und wenn man die Heizung umstellt von Öl und Gas beispielsweise auf Wärmepumpen, dann braucht man doch viel mehr Strom. Ja, das ist so. Da braucht man viel mehr Strom. Was hier auf der linken Seite dargestellt ist, Energiebedarf nach Sektoren aufsummiert. Das sind ungefähr 2.500 Terawattstunden pro Jahr. Und man sieht, der Stromsektor, der vorwiegend schon eben gespeist wird aus diesen erneuerbaren Energien, der macht davon ungefähr ein Fünftel aus. Wenn man jetzt die anderen drei Sektoren auch noch zu sehr großen Teilen auf Strom umstellt, dann wird der Energiebedarf natürlich mehr. Aber der Strombedarf wird mehr. Der Energiebedarf wird aber sehr viel geringer durch die Effizienzvorteile, durch die Elektrifizierung. Ein Elektroauto braucht etwa ein Drittel der Energie eines Benziners oder Diesels. Und auch die Wärmepumpe hat so einen typischen Effizienzvorteil von 2/3. Und hier ist angenommen, im Mittel wird das etwa die Hälfte effizienter. Es gibt natürlich auch noch ein paar nicht elektrifizierbare oder schwer elektrifizierbare Technologien, aber unterm Strich ist das ungefähr so die Größenordnung, von der man ausgehen kann, 1.100 Terawattstunden Strom werden wir brauchen. Das heißt 120% mehr Strom als heute und Grünstrom brauchen wir sogar 4,4 mal so viel wie heute. Kann man das schaffen? Gibt es überhaupt so viele Solarpaneele? Gibt es überhaupt so viele Windräder? Ich denke schon, weil in China stehen schon so viele. Das haben Sie sich vielleicht gemerkt von ein, zwei Folien davor. Das ist, was wir in Zukunft in einem vollständig elektrifizierten Energiesystem an Erzeugungskapazität brauchen, genau das, was heute schon in China steht oder 2020 schon stand. Noch eine sehr, 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 aus meiner Sicht, sehr, sehr positive Botschaft: Wenn man diesen Energiebedarf umstellt, dann folgt daraus auch, dass der Primärenergiebedarf, also unter anderem auch die Einfuhren von Kohle, Öl und Gas aus teilweise sehr problematischen Regionen der Welt, wo auch dann beispielsweise Kriege geführt werden um diese Ressourcen, der wird sehr viel geringer. Also das gibt auch Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft. Wir haben also diese Message, Klimaschutz und Energiesicherheit werden gleichzeitig gestärkt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum unser Finanzminister mal gesagt hat, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, so ähnlich. Ich würde das jetzt eher hier so als Energiesicherheit darstellen, aber im Prinzip ist das das Gleiche. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir brauchen in so einer Zukunft, die vollständig elektrifiziert ist, mehr Strom, ja, richtig viel mehr Strom. Dieser Strom wird aber billig sein und wir brauchen nur noch die Hälfte der Energie. Jetzt könnte man noch sagen, ja, aber die Sonne scheint ja nicht immer und der Wind bläst nicht immer. Wie kommt man denn damit klar? Muss man sich dann umstellen? In der Ausstellung gibt es beispielsweise auch die Frage, ja, das fand ich wirklich schön. Man muss sich eher danach richten, wann denn die Sonne scheint. Und dann war die Frage an das Publikum, würden Sie gerne bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo Sie immer nur zur Arbeit erscheinen dürfen, wenn die Sonne scheint? Ich glaube, die meisten haben geklebt nein, weil das ist ja der absolute Worst Case. Wenn die Sonne scheint, möchte man natürlich nicht zur Arbeit gehen. Und das ist jetzt hier eben die Botschaft, es entsteht übers Jahr gemittelt
durch diese wunderbaren, komplementären Technologien Wind und Sonne eben so ein schöner mittlerer Kapazitätsfaktor. Das ist der Mittelwert hier in Deutschland dargestellt. Man muss natürlich den Ausbau so ein bisschen tunen, dass das zueinander passt, aber das erschlägt schon mal die meisten Probleme und diese vermeintliche Dunkelflaute, die ist damit zu großen Teilen schon erschlagen. Wir haben hier ein Szenario, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also davon kann man ausgehen, dass sich das im Jahresmittel bei einigermaßen gesteuerten Ausbauplänen, dass das so bleibt. Aber trotzdem braucht man eben diese Kurzzeitspeicher, um im Tage oder im Wochenverlauf eben die Energie speichern zu können und dann eben nutzen zu können, wenn man sie braucht, damit eben so eine Situation nicht passiert, dass man nur arbeiten gehen muss, wenn die Sonne scheint. Das wäre wirklich schlecht. Der Kurzzeitspeicherbedarf in diesem Szenario wäre für in 7 Jahren, 2030, massiv höher als heute, plus 350% etwa. Und da stellt sich einfach die Frage, können wir da nicht einfach diese Batterien auf Rädern benutzen? Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Also es wird hier nicht so sehr auf E-Mobilität im Allgemeinen eingegangen, sondern vor allem auf diese Speicher. Einleiten möchte ich noch mal ganz kurz mit einem Blick in die Vergangenheit. Wir hatten schon mal eine dominante E-Mobilität. Das war vor 100, 120, 130 Jahren. Da waren wirklich die meisten Fahrzeuge elektrisch betrieben. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So. Und jetzt ist wieder so eine Zeit, wo es vielleicht losgeht. Und wir haben im ersten Halbjahr 2023 tatsächlich 16% der Neuzulassungen schon rein elektrisch angetrieben. Jetzt möchte ich mal was hier aus dem Innovationsbereich loswerden. Also, ganz wichtig, die Akzeptanz von Innovationen verläuft typischerweise als S-Kurve, nicht linear. Man darf nicht immer nur denken, es wird, letztes Jahr kam so und so viel dazu, dann kommt nächstes Jahr wieder so und so viel dazu. Das ist ein nicht linearer Verlauf, der verläuft häufig deshalb so in der S-Kurve, weil es eben diesen typischen Adaptionsverlauf gibt. Es gibt diese bekannten Innovatoren oder Innovators auf Englisch, dann die Early Adopters hört man auch häufig und dann kommt der große Balk, die Majority, kann man einteilen in 34% Early und 34% Late und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Nachzügler, die heißen auf Englisch Laggards. Warum führe ich das hier so ein? Das ist seit den 60er Jahren ein Konzept, was sich immer wieder bewahrheitet, ob das Smartphone ist, oder eben das Solarpanel oder die E-Mobilität. Und jetzt komme ich auf diese Zahl. Was heißt denn das hier, diese 16%? Das heißt, diese 16% in Deutschland, Zulassungen, da haben wir alle Innovatoren und alle Early Adopters schon. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass dieses Ziel der Bundesregierung in 2030 über 65% oder das ist auch ein Ziel der IEA übrigens für dieses 1,5-Grad-Ziel, über 65% Neuzulassungen Elektromobile zu haben, das ist durchaus wahrscheinlich. Für den Bestand heißt das, hier kommen wir jetzt auf das Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen Pkw in 2030, das sind ungefähr dann 30% von unserem aktuellen Bestand von derzeit knapp 50 Millionen und wir sind natürlich, die Zulassungszahlen sind immer wesentlich höher als der Bestand. Wir haben im Moment 2,4% rein elektrisch betriebene Autos. Aber, und das möchte ich jetzt einmal einführen als Gedankenexperiment, als Beispiel oder beziehungsweise warum, oder ich lade Sie ein, mir zu folgen. Warum kann man diese Autos als Batterien auf Rädern begreifen? Die Elektroautos werden natürlich optimiert für die individuelle Mobilität. Wir wollen ja gerne so wie bisher von A nach B kommen und möchten auch wenig Einschränkungen machen. Deswegen werden die Autos entwickelt auf Fahrleistungen, auf Komfort, Umwelteigenschaften natürlich. Und die flexiblen Lademöglichkeiten sind ganz wichtig. Die hohe Reichweite wird gefragt, damit diese ja bekannte Angst vor dem Liegenbleiben eben nicht den Kauf vielleicht verhindert.
Und da sind wir im Moment eben bei Lösungen, die absolut funktionieren für Kunde, für ja, demnächst die große Mehrheit funktionieren werden. Wir haben eine Ladeinfrastruktur, die schon ein sehr gutes Niveau erreicht hat. Wir unterscheiden da Wechselstromladen oder Langsamladen. Das ist in der Regel 11 kW oder etwas weniger. Es gibt auch bis zu 22 kW. Und eben dieses Schnellladen, was besonders sinnvoll ist, wenn man es mal eilig hat auf der Autobahn. Bis 350 kW ist aktuell so der Standard. Und die Autos werden ungefähr im Mittel vielleicht ausgelegt auf 400 Kilometer Reichweite. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel. Einfach kann man per Dreisatz sich was anderes auch herleiten. Mit einem Verbrauch von 15 Kilowattstunden, das ist ein typischer Verbrauch für Elektrofahrzeuge, kommt man auf eine Batteriegröße von 60 Kilowattstunden. 60 Kilowattstunden, braucht man die eigentlich? Also im Mittel jedenfalls auf keinen Fall, weil die durchschnittliche Fahrleistung von Pkw in Deutschland nach Kraftfahrtbundesamt ist 12.545 Kilometer. Das heißt, 34 Kilometer fährt jeder von uns im Durchschnitt pro Tag, also nicht die 400. Und mit diesem Verbrauch und der Batterie ergibt sich ein täglicher Ladebedarf von 5 Kilowattstunden pro Tag. Also ich brauche jeden Tag nur 10% der Batteriekapazität zu laden. Es ist gar nicht so, dass ich jeden Tag vollladen muss. Ich habe also ein enorm großes Flexibilitätspotenzial dieser Batterie auf Rädern. Und dann kommt noch dazu, auch ganz wichtig, der Großteil dieser Energie wird zu Hause und beim Arbeitgeber geladen. Wir haben hier eine Darstellung, das ist das Mainstream-Szenario der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und man sieht auf der linken Seite, die verladene Energiemenge für die Flotte von 15 Millionen Fahrzeugen wird ungefähr 30 Terawattstunden pro Jahr sein. Also doch signifikanter Energiebedarf. Aber davon werden 2/3 zu Hause oder beim Arbeitgeber verladen, mit diesen typischen 11 kW Ladepunkten. Und das bietet eine enorme Flexibilität bezüglich der Ladezeit. Wir haben eben gelernt, 5 Kilowattstunden pro Tag brauche ich nur und ich habe einen 11 kW Ladepunkt. Also ich bin nach einer halben Stunde fertig, wenn ich mit voller Leistung lade. Das kann ich natürlich dann, wenn ich 10 Stunden zu Hause bin oder ich sag mal 7 Stunden beim Arbeitgeber, bin ich da absolut flexibel, wann das sein kann. Und das bietet eben dieses große Potenzial für intelligentes Laden. Ganz kurz, wie kategorisieren wir dieses intelligente Laden? Da gibt es verschiedene Use Cases. Also es gibt das Laden von Elektrofahrzeugen, dann gibt es zu Hause Arbeitgeber und öffentliches Laden. Intelligentes Laden kann man nochmal aufteilen in unidirektional und bidirektional. Und bidirektional braucht zusätzliche Hardware und Software für die Fahrzeuge und auch für die Ladeinfrastruktur. Aber ein Großteil des Smart Charging kann man schon unidirektional machen. Und das macht man, warum heißt das intelligent? Man macht das eben nicht einfach einstöpseln und dann fließt der Strom mit maximaler Leistung, sondern intelligent ist, ich lade dann, wenn meine PV-Anlage auf dem Dach gerade maximal Strom erzeugt. Das ist PV-optimiertes Laden, das ist möglich. Dann kann ich auch das so optimieren, dass mein Versorgungsnetzbetreiber glücklich ist oder meinen Nachbarn sozusagen arrangiere, dass die lokale Last eben niedrig bleibt, dass die Netze nicht so stark ausgebaut werden müssen. Weil das, wenn die ausgebaut werden müssen, das würde perspektivisch die Netzentgelte erhöhen. Also hat man einen Incentive in vielen Märkten, die lokale Last niedrig zu halten. Das kann man auch über dieses intelligente Laden gut machen. Und man kann auch, da sind die Tarife vorausgesetzt, dass man eben nicht immer 30 Cent pro Kilowattstunde an den Strom Stromanbieter bezahlt, sondern dass das dynamisch gestaltet ist. Das ist natürlich auch ein riesiges Potenzial, dass man dann den Strom lädt, wenn er günstig ist. Das reduziert einem die Betriebskosten seines Fahrzeuges. Das Gleiche kann ich auch machen, wenn die Fahrzeuge und die Infrastruktur bidirektional können. Dann kann ich aber noch zusätzlich weitere Use Cases bedienen. Also Use Cases, Entschuldigung, das sind Anwendungsfälle für diese Technologien. Also ich entlade, wenn es beispielsweise einen Stromausfall gibt. Ich habe meine Autarkie oder meine Resilienz erhöht.
Oder dass der Übertragungsnetzbetreiber oder der Bilanzkreisverantwortliche sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie anders geplant, als der Kraftwerkspark hier einspeist. Ich brauche zusätzliche Regelleistung. Da kann zukünftig die Fahrzeugflotte einen Beitrag leisten. Und man kann auch, die Fachleute sprechen von Energiearbitrage, man kann auch damit handeln. Also man kann billig kaufen, teuer verkaufen und sozusagen sein Fahrzeug wirklich für sich arbeiten lassen. Im öffentlichen Raum, auch weil da eben weniger lange geparkt wird an den Ladesäulen, ist ja klar, das ist nicht der primäre Zweck da, lange zu parken, sondern wenn wir ja schnell weiterfahren, gibt es eben kurze Standzeiten und auch die hohe Ladeleistung, mehr Kombinationsmöglichkeiten, Fahrzeuge, Infrastruktur, dass da eben das intelligente Laden eher später kommt oder eher eine eher untergeordnete Rolle spielt. Jetzt möchte ich hier mal ein aus meiner Sicht wirklich wichtiges Zahlenbeispiel nennen. Einführen möchte ich das Mengengerüst hier. Wir haben hier heute 1,2 Millionen Pkw elektrisch in Deutschland 2023. Das Ziel kennen wir auch der Bundesregierung, 15 Millionen in 2030. Und dann mache ich jetzt einfach mal eine Annahme, ein Drittel könnte ja bidirektionales Laden beherrschen. Also hier diese 33% oder 5 Millionen Autos. Was kann man denn da machen? Und der eine wichtige Use Case ist eben diese Regelleistung, die eben schon angesprochen war. Wie viel Regelleistung brauchen wir denn heute eigentlich? Ungefähr, das splittet sich auf in Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, Plus, Minus und Minutenreserve, auch positiv und negativ, also einspeisen oder entnehmen. Das sind in Summe ungefähr 6 Gigawatt, die man in Deutschland dafür braucht. So groß ist der Markt. Wenn man jetzt diese 33%, 5 Millionen Fahrzeuge annimmt, dass 10% dieser Flotte immer am Netz hängen, sodass ich sie auch potenziell nutzen könnte, und dass die jeweils 10 Kilowatt an Leistung beisteuern können, dann kommt man eben genau exakt auf diese 5 Gigawatt Regelleistungspotenzial für Deutschland, und das ist schon über 80%, als eigentlich der gebraucht wird. Ja, und dann gibt es ja dazu noch diese Pumpspeicherkraftwerke und stationäre Energien. Also das ist hier wirklich eine gute Aussicht, dass da auch richtig viel Potenzial noch für zusätzliche volatil einspeisende Stromerzeugung, wie beispielsweise Sonne und Wind, möglich ist. Oder auch Stromausfälle. Also kann gut ausgeregelt werden hier. Und dann gibt es hier noch das zweite Beispiel. Was kann man denn eigentlich jetzt hier erwarten an Beitrag von den EVs, Elektrofahrzeugen, bezüglich intelligentem Laden und der Speicherung von Strom? Wir haben hier auf der linken Seite, rechts unten, die Stromerzeugung aus Wind und Sonne in Deutschland 2022 dargestellt, 181 Terawattstunden. Davon kann ich 19 Terawattstunden intelligent laden. Also das, wie ich eben ausgeführt habe, das kann man genau dann machen, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Und man spricht hier von Flexibilitäten. Wenn das intelligent gesteuert wird, dann wird das wirklich sehr großen Anteil an diesem Energiemanagement beitragen können. Und dann das Grüne, bidirektionales Laden. Was kann ich denn wirklich einspeisen und später wieder ausspeisen? Das sind in diesem Zahlenbeispiel 5 Terawattstunden, auch eine wahnsinnig große Energiemenge. Das ist jetzt gerechnet mit 1000 Kilowattstunden pro Fahrzeug pro Jahr. Wie viel ist das? Ungefähr die Hälfte von dem, was ich für diesen durchschnittlichen für diese durchschnittliche Fahrleistung brauche. 2000 Kilowattstunden ungefähr. Mache ich das nicht unendlich? Ich kann doch jeden Tag ausspeisen, einspeisen. Ja, das ist sicherlich möglich, aber man belastet natürlich die Infrastruktur bzw. seine Ladeeinrichtung und auch die Batterie des Elektrofahrzeugs. Und da
ist einfach hier die Annahme getroffen, dass, dass man das vielleicht limitieren möchte, weil da muss man natürlich diesen Trade-off bewerten und das nur machen, wenn das wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber diese Annahmen haben eben einen großen Hebel, und wenn perspektivisch die Anzahl der Elektroautos auf 100% steigt, dann hat man knapp 50 Millionen wieder, Faktor 3. Und nochmal Faktor 3, wenn alle BIDI ausgestattet sind, ist man also ganz schnell insgesamt bei einem Faktor 10 und hat nicht mehr 5 Terawattstunden, sondern 50. So. Und hier nochmal ein aktueller Ausschnitt von der Bundesnetzagentur, wie eigentlich so ein typischer Tagesverlauf aussieht. Ich habe jetzt hier vom letzten Monat, September, einfach mal random einen Ausschnitt genommen, und man sieht, dass es da richtig hoch und runter geht, und es gibt, also das ist eine stündliche Auflösung, und es gibt Stunden, da ist beispielsweise hier, wo das mit 1 markiert ist, sind knapp 54 Gigawattstunden, die da gerade produziert werden. Dann gibt es andere Stunden, da wird fast nichts, 1,1 Gigawattstunden produziert. Das heißt, ich muss meine Lade-Events genau dahin legen, wo Sonne scheint oder Wind bläst. Und ist das möglich? Ist das überhaupt so? Passt das da rein bei diesem riesigen EV-Park? Ja, das passt sehr, sehr gut da rein. Man kann die ganze Flotte von 2030 innerhalb von einer Stunde von 2023 aufladen. Denn diese 50 Gigawattstunden ist ungefähr der tägliche durchschnittliche Ladebedarf. Also auch dieses Argument nochmal, dass diese Batterie auf Rädern wirklich Zukunft hat. Dieses intelligente Laden und bidirektionales Laden orientiert sich eben am Angebot. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil des Flexibilitätspotenzials. So, jetzt möchte ich gerne nochmal auf innovatives Energiemanagement allgemein eingehen. Hier ein Zitat von der Deutschen Energieagentur DENA: Der steigende Anteil von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien erfordert eine Flexibilisierung des Gesamtsystems. Speicher und innovative Konzepte wie Demand-Side-Management können dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Also es ist nicht meine Privatmeinung, sondern diese deutsche Instanz DENA sieht das ganz genauso. Was heißt Demand-Side-Management? Das ist im Prinzip das englische Wort für: Ich muss mich ein bisschen danach richten, wie gerade die Erzeugung aussieht. Früher war es ja anders. Früher wurde Erzeugung und Verbrauch, also da gab es Erzeugung on Demand. Das Stromsystem war auch völlig getrennt vom Mobilitätssystem. Hier sehr vereinfacht dargestellt: Erzeugung, Übertragung, Verbrauch und keine Speicher. Mobilität war auch sehr einfach: Erzeugung, Verteilung über Tankstelleninfrastruktur und Verbrauch eben bei den Fahrzeugen. In der Zukunft wird es so sein, dass es nicht nur aus Klimagründen, sondern einfach aus Wirtschaftlichkeitsgründen immer stärker in diese Richtung geht: erzeugungsorientierter Verbrauch. Das ist viel günstiger als verbrauchsorientierte Erzeugung, und notwendig ist dafür ein intelligentes Energiemanagement. Man sieht hier in diesem Kreis ein bisschen schematisch, diese Erzeugungsformen diversifizieren sich. Es wird neben den immer noch dann notwendigen Kraftwerken, die dann zunehmend mit erneuerbaren Energieträgern vielleicht befeuert werden, eben große Teile PV und Wind geben, aber auch Solarthermie beispielsweise. Es gibt sogar Ansätze für Solarpaneele in Fahrzeugen. Wir sprechen von VIPV, Vehicle Integrated Photovoltaics. Immer mehr Gebäude werden mit Photovoltaik ausgestattet. Da spricht der Fachmann von BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Und man sieht eben, zu diesem Netz im Strom, auf der linken Seite dargestellt, kommt immer mehr Batterie. Diese Speicherkapazitäten sind ja nicht nur die Elektrofahrzeuge, sondern auch die stationären Speicher, die man zu Hause für die PV-Anlage zur Ergänzung dazu stellen kann, und eben auch Großspeicher. Dann gibt es die Möglichkeit, die Wärme und die E-Mobilität eben vollständig zu elektrifizieren. Das sieht man jetzt hier im unteren Bereich. Und das Ganze
funktioniert am besten, wenn es intelligent gesteuert wird. Und hier in dieser Wolke ist auch noch eben indiziert, dass das macht vielleicht sogar wirtschaftlich Sinn, wenn man das marktorientiert macht, Regelenergie bereitstellt und auch Energiearbitrage betreibt. Energiemanagement kann man auf allen Ebenen betreiben, also volkswirtschaftlich, aber eben auch sehr lokal. Und wir haben ja gesehen, dass weiß man vielleicht aus anderen Studien auch, dass die Industrie natürlich einen großen CO2-Footprint hat. Mit innovativen Lösungen sind wir jetzt in der Lage, da Dinge wirklich ganz anders zu machen. On-site, PV und Winderzeugung am Standort oder standortnah. Häufig sind um die Industriegebiete Flächen, die man gut nutzen kann, wo sich wenig Anwohner gestört fühlen können. Man kann die Netzbelastung durch zusätzliche elektrische Anlagen reduzieren oder jedenfalls gering halten über ein lokales Lastmanagement. Man kann natürlich seine Prozesse energieoptimiert führen. Man kann die Wärme noch viel stärker einbinden, als man es ohnehin schon tut. Man kann Batteriespeicher installieren, insbesondere auch Second Use. Also wir sprechen von Second Use für Batterien, die nicht mehr gut genug sind für Autos, aber die durchaus noch sehr großen Nutzen stiften für stationäre Anwendungen. Da werden sie weniger belastet und altern kaum, Second Use. Und nicht zuletzt auch intelligentes Laden, Vehicle to Business in diesem Bereich ist so das Schlagwort. Also wenn man die Fahrzeuge, die Mitarbeiter tagsüber ja sowieso am Standort stehen haben, wenn man die nutzt als Speicher, kann man sehr schön sein Energiemanagement optimieren. Und das Ganze macht man aus CO2-Gründen natürlich, aus Kostengründen, damit man sicherlich auch die Wirtschaftlichkeit nicht gefährdet und auch aus Energiesicherheitsgründen. Also ich hatte ja eben das volkswirtschaftlich dargestellt, die Energiesicherheit wird gestärkt über diese erneuerbaren Energien und Energiemanagement, aber das gilt natürlich auch lokal. Man hat über eine Einbindung von Speichern eine gewisse Resilienz und das ist auch ein wirklich großer Vorteil von so einem intelligenten System. Hier ist nochmal dargestellt, wie denn das regional unterschiedlich aussieht. Wir haben ja in Deutschland im Norden tendenziell viel mehr Potenzial für Wind und im Süden, weil das eben näher am Äquator ist, mehr Potenzial für Sonne. Und jetzt besteht das Problem, okay, ich hab sehr viel Wind und eher wenig Industrie, vor allem im Norden. Im Süden ist viel Industrie und wenig Windpotenzial. Das ist natürlich, das erfordert einen Netzausbau, ganz klar. Aber dieser Netzausbau kann unterstützt werden oder beziehungsweise die Potenziale für den Zubau zusätzlicher Windparks und Solarparks kann unterstützt werden durch dieses intelligente Laden, weil das eben zeit- und ortsabhängig als Vehicle to Grid dieses Potenzial, was eben skizziert wurde, darstellt. Das setzt voraus, dass ich irgendwie die Leute mitnehme. Die müssen ja zustimmen, dass sie nicht dann laden, wenn sie den Stecker stecken, sondern dass sie genügend Vertrauen haben und vielleicht auch ein kleines egoistisches Eigeninteresse, beispielsweise die Betriebskosten der Mobilität zu reduzieren. Und das ist gemeint mit dieser Incentivierung. Also ich kann den Kunden zu diesem intelligenten Laden überzeugen, indem ich ihn eben an diesen Benefits teilhaben lasse. Und das Engagement kann man natürlich auch über eine intelligente Art der Kommunikation unterstützen. Ich habe beispielsweise, gibt es ja Leute so wie mich, die Spaß dran haben, über eine App zu verfolgen, wann das Auto gerade lädt. Das ist einfach spannend, weil man freut sich einfach über jede Kilowattstunde, die aus der Sonne kommt. Am besten, wenn sie aus der Nachbarschaft oder vielleicht sogar vom eigenen Dach kommt. Und das Ganze heißt, wenn das viele Leute machen, wir brauchen wesentlich weniger Einsatz von fossilen Kraftwerken,
bei Netzengpässen, also solange Südlink noch nicht gebaut ist. Weniger Redispatch ist der Fachterminus und wir brauchen auch viel weniger Abregelung von erneuerbaren Energieneinspeisern. Da spricht man Englisch von Curtailment. Ja, also unter Einbeziehung vieler dezentraler Assets, wieder so ein, Entschuldigung, mein beruflich bedingtes Denglisch, also die dezentralen Batterien oder auch PV-Anlagen unter Einbeziehung all dieser wird eben die Energiewende beschleunigt, weil man den Nutzer zufriedenstellt. Er muss sein Verhalten nur minimal oder idealerweise gar nicht umstellen. Die Wirtschaft leidet nicht, sie wird versorgt mit günstiger grüner Energie, die auch noch immer verfügbar ist. Die Standorte werden resilient, sogar gegenüber Stromausfall. Wir schonen Ressourcen, weil wir die Batterien doppelt nutzen, weil wir Netzausbaubedarfe, Kupferbedarf reduzieren durch dieses intelligente Energiemanagement. Und letztlich profitiert einem eben auch, nicht als Nebeneffekt, als einer der Haupteffekte, das Klima. Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz eine Perspektive auf internationale, andere Gesellschaften werfen. In den USA, wissen vielleicht manche, ist zwar ein hochentwickeltes Land, aber da gibt es relativ häufig Stromausfälle. Das Stromnetz in so einem Flächenland ist eben auch nicht so einfach zu unterhalten. Und da gibt es tatsächlich nochmal eine andere Motivation für dieses intelligente Laden aus Resilienzgründen. Die wollen einfach die Möglichkeit haben, über Vehicle to Home, also Fahrzeug zu Haus, bei einem Stromausfall bis zu 2 Tagen, bis zu 3 Tagen völlig autark zu sein. Dann Afrika. Hier haben wir Ruanda als ganz interessantes und sehr, sehr innovatives, innovationsfreundliches Land. Ein Beispiel, hat natürlich von der ökonomischen Entwicklung auch noch richtig viel Luft nach oben und das ist wirklich spannend zu sehen. Und die werden gar nicht dieses Fossil Age oder dieses fossile Zeitalter hoffentlich mitnehmen, sondern gleich ins elektrische Zeitalter übergehen, weil eben auch da das die günstigste Art ist und auch manchmal die einzige Art, die Mechanisierung der Landwirtschaft und auch die Elektrifizierung von den neuen Businesses netzunabhängig zu machen. Bewässerung beispielsweise ist alles möglich mit Solar. China, habe ich ja eben gesagt, ist ein großer Emittent, aber es ist eben auch der Leitmarkt für die Erneuerbaren und für die Elektrofahrzeuge. Und wir können hier richtig viel von China lernen. Auch eine aus meiner Sicht Kernmessage: Wir müssen diese internationale Zusammenarbeit unbedingt aufrechterhalten. Und es wäre ein richtig großer Fehler, jetzt Mauern hochzuziehen zwischen den Blöcken, dem Westen und dem Osten vermeintlich, weil wir brauchen einfach als globale Gesellschaft alle und insbesondere auch die Innovationen aus China, weil die eben schon mengenmäßig da sind, wo wir in 10 Jahren erst sein werden, mit der Anzahl Fahrzeuge, aber auch mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Da funktioniert lokal schon vieles sehr, sehr gut und das müssen wir uns angucken und davon lernen. Auch ein sehr mutmachendes Beispiel aus meiner Sicht, Schweden, die haben natürlich andere Voraussetzungen. Die haben hier sich überlegt, ihren Strommarkt einzuteilen. Von Norden nach Süden sind das 4 Strompreiszonen. Warum? Im Norden, da leben eben wenig Menschen. Im Süden leben viele Menschen, im Norden gibt es aber eben auch viel Wasserkraft. Und warum nicht da den Strom so billig machen, dass sich da Industrie ansiedelt, Schwerindustrie, Stahlindustrie, die neue CO2-arme Wege der Rohstoffherstellung machen. Und das ist eben auch ein Beispiel. Schweden auch mit einer sehr hohen CO2-Steuer, ungefähr 100 Euro pro Tonne, ein Markt, wo man sich vieles abschauen kann, weil den Leuten
geht es nicht schlechter als hier. Also Schweden ist aus meiner Sicht wirklich ein interessantes Land für Energiemanagement. Strompreiszonen wird hier allerdings auch sehr kontrovers diskutiert, weil es auch sehr gute Gründe dagegen gibt. Ich habe ja eben gesagt, viel Industrie im Süden, der Strom im Norden. Wenn man das jetzt marktorientiert einfach einteilen würde, dann soll die Industrie doch umziehen. Dann hat man eben auch diese sozialen Verwerfungen, die es unbedingt zu vermeiden gilt, damit die Abstimmung in Zukunft in der Ausstellung besser wird, dass die Leute eben mitgehen, weil wir brauchen einfach alle. Ja, und damit möchte ich nochmal zum letzten Kapitel, ich hoffe, ich bin noch nicht zu sehr über der Zeit, ich bin sehr über der Zeit, Entschuldigung. Das geht aber wirklich schnell. Was ist eigentlich morgen? Wir haben nochmal einen Mutmacher, wir haben künstliche Intelligenz, wir haben hier ein riesiges Potenzial, diese ganzen kleinteiligen Ressourcen automatisiert zu vernetzen, die Datenströme von diesen kleinteiligen Assets werden eben über Internet of Things Technologien miteinander kombiniert und dann optimiert sich das System selber. Das ist sozusagen auch nochmal eine Botschaft, die ich loswerden möchte. Hier tut sich gerade eine Revolution, zufälligerweise genau passend, dann wenn wir es brauchen, wenn wir in 7 Jahren die Ziele für 1,5 Grad erreichen werden. Damit möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also am Eingangs festgehalten, wir haben mit der Stromerzeugung und dem Straßenverkehr einen riesigen Anteil dieser Emissionen adressiert. 2/3 können wir mit Energiemanagement adressieren. Wir haben aber auch eben diesen sehr mutmachenden Ausbaupfad, hier national dargestellt, aber international sieht es kein Stück anders aus. Das setzt diesen zusätzlichen Bedarf an Kurzzeitspeicherlösungen voraus. Wir haben hier gesehen, das passt auch sehr gut zu dem Profil, was wir über den Tag sehen. Intelligentes Laden und Stromspeicherung funktioniert sehr gut mit Fahrzeugen, aber eben auch mit Batterien allgemein. Und hinterher sorgt dieses innovative Energiemanagement für optimale Lösungen mit den Nutzern. Also die Leute werden mitgenommen, weil sie selber davon profitieren, auch wenn sie gar nicht unbedingt Klimaschutz an Nummer 1 stellen, wenn sie den Geldbeutel höher bewerten, werden sie mitmachen, weil sich eben diese Innovationen mit dieser Dynamik international aktuell durchsetzen. Das Bild hat sich gewandelt in den letzten 10 Jahren. Also, was ist denn jetzt überhaupt noch zu tun? Ziele sind ja definiert, Herausforderungen sind beschrieben und Technologien scheinbar alle bereit. Das war ja sehr hoffentlich mutmachend. Ich möchte enden mit einem kleinen Bilderrätsel. Vielleicht haben Sie Lust, sonst muss ich selber lösen. Wer mag? Innovation. Was könnte das hier heißen? Wem braucht man dazu? Was braucht man dazu? Und wie könnte das funktionieren? Mag jemand von Ihnen? Dann löse ich. Also, aus meiner Perspektive ist bei Innovation in diesem Bereich, aber auch allgemein, ist es sehr, sehr wichtig, eben diese Visionen zu zeigen. Von der Forschung, wie beispielsweise den Unis, lokal, national, europaweit, international, gibt es überall brillante Köpfe. Wir brauchen diese Visionen, dann brauchen wir auch die Leute, die früh daran glauben, wie Herr Peter Lustig schon vor über 20 Jahren und auch der Club of Rome vor knapp 50 Jahren das hatten. Dann ist eben viel mit Vernetzung, viel mit Kommunikation involviert, um dieses 360-Grad-Bild von Technologien und Lösungen zu erzeugen, um hinterher, das ist die Definition von Innovation gegenüber Invention, den Kunden glücklich zu machen. Das ist dieses lachende Bild rechts. Zusätzlich, mag jemand lösen bei Regulatorik? Wieder nicht, dann übernehme ich das auch.
Regulatorik aus meiner Perspektive setzt voraus ganz viel Sprechen. Also es gibt ja sehr viele Stakeholder, wenn man Dinge anders macht. Früher war das Stromsystem ja beispielsweise sehr einfach. Es gab nur Erzeuger und es gab nur Verbraucher. Es gab ja gar keine Speicher oder nicht nennenswert. Jetzt gibt es eben verschiedene Netzbetreiber. Es gibt eben die Energiewirtschaft allgemein, es gibt Stadtwerke, es gibt natürlich auch den öffentlichen Sektor, es gibt auch die Mobilitätsbranche. Da ist einfach viel Dialog nötig und dann muss man die Dinge von allen Seiten beschreiben, zu Papier bringen, durch die Instanzen tragen und hier als Ziel habe ich den Gipfel, das Erreichen eines Gipfels gewählt als Bild dafür, denn die Regulatorik ist natürlich ein steiniger Weg, aber der kann gemeinsam beschritten werden und da sind wir auch in Europa auf einem sehr guten Weg, dieses Zusammenwachsen der Sektoren, Sektorkopplung ist ja auch so ein Stichwort, zu ermöglichen. Das ist ja genau das, was der Green Deal der EU-Kommission oder auch runtergebrochen der nationalen Regierungen davor hat, eben die Regulatorik, die Leitplanken für die marktlichen Akteure so zu setzen, dass es eben möglich ist, die Klimaziele zu erreichen und dabei auch möglichst den Wohlstand zu erhalten. Als letztes, Umsetzung setzt die wirtschaftliche Umsetzbarkeit voraus. Ich frage schon gar nicht mehr nach dem Lösen des Bilderrätsels. Dieser Blitz mit dem Dollarzeichen, also es muss sich natürlich für den Einzelnen rechnen. Ich muss natürlich, wenn ich eine PV-Anlage aufs Dach baue oder mir ein E-Mobil überlege zu kaufen, muss es sich für mich selber rechnen. Es muss sich auch häufig, das ist der Handschlag, für mein Geschäftsökosystem lohnen. Häufig brauche ich jemanden, der auch ein Geschäft hat, in dem Bereich, wo ich aktiv sein möchte. E-Mobilität, auch hier ein gutes Beispiel. Man braucht eben jetzt jemanden, der die Ladeinfrastruktur aufbaut. Oder man schließt sich zusammen. Man tut sich zusammen und baut, wie mit Ionity beispielsweise, ein Schnellladenetz auf oder man kooperiert mit verschiedenen Partnern, um eben gesamthaft Lösungen bereitzustellen. Die müssen dann umgesetzt werden. Dafür steht hier der Schraubenschlüssel und der Schraubendreher, um eben letztlich das Klima in time nicht zu sehr zu zerstören. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf Fragen und den Austausch. Ja, vielen Dank, Herr Reckers, für diesen sehr spannenden und auch detailreichen Vortrag. Ich greife das, was Sie hier zum Schluss stehen haben, auf. Wir freuen uns auf Austausch. Haben Sie Fragen an Herrn Reckers? Diskussionspunkte. Bevor wir loslegen, würde ich Sie bitten, den Würfel als Mikrofon zu benutzen, damit man auch im Stream zu Hause mithören kann. Wir zeichnen auf und wir haben Abrufe. Das funktioniert auf jeden Fall. Okay, das Kraftfahrzeug ist ja häufig eine der höchsten Investitionen, die man so privat tätigt. Und da hat man natürlich auch Angst, dass da Schaden dran auftritt. Und jetzt gibt es ja dieses Vorurteil, dass diese ständigen Lade- und Entladezyklen auf die Lebensdauer der Batterie gehen. Sprich, damit mein Auto auch wertloser macht. Was sagen Sie dazu? Ja, also da gibt es eine Studienlage dazu, dass das in vielen Fällen eben nicht der Fall ist, dass da das Schnellladen besonders schädlich ist. Es gibt verschiedene Alterungsmechanismen und es ist aber möglich, mit verschiedenen Maßnahmen auf allen Ebenen, Zelldesign, Systemdesign und auch dem Nutzungsprofil, das alles so garantiert handhabbar zu machen, dass das kein Problem darstellt. Also es wird, wir nennen das Systems Engineering, auf allen Ebenen dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge heil bleiben mit allem, was man damit so anstellt. Sie hatten, glaube ich, das Bild gezeigt von den Preisen in der Strombörse Leipzig. Ist es wahr, dass in diesem Jahr auch wieder negative Preise da verlangt wurden, dass man also zahlen musste, weil man einspeisen möchte? Ja, tatsächlich. Ja, ab und zu entstehen negative Preise. Das heißt, ich lade Strom und bekomme Geld dafür.
Das ist der besonders interessante Fall und sorgt eben dafür, dass ich noch größere Spreads habe, also zwischen dem tiefen Preis und dem hohen Preis. Und auch für unidirektionales Laden ist das natürlich der besonders interessante Fall. Ich lade mein Fahrzeug, ich betreibe meine Wärmepumpe und mache das zu Zeiten, wo ich Geld dafür bekomme. Das wird ja in Zukunft verschwinden, oder? Weil erneuerbare Energien kann man ja einfach abschalten. Erneuerbare Energien kann man abschalten. Ja, sicherlich. Also man kann die abschalten. Aber gut, also ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also ich glaube auch, dass diese Zeiten der negativen Preise, die auch heute schon jetzt nicht überwiegend auftreten, dass das mit einiger Wahrscheinlichkeit wenig wird. Aber wovon ich fest ausgehe, ist, dass dieser Tagesverlauf, dass der bestehen bleibt. Und das ist eigentlich auch das Entscheidende. Ich habe Zeiten mit hohem Angebot, mit niedriger Nachfrage, was den Preis niedrig macht. Und ich habe Zeiten mit dem Gegenteil, wo ich eben diese Peaks habe, und entscheidend ist der Spread. Ja, wenn ich nun eine Photovoltaikanlage habe, was sagen Sie denn ungefähr als Lebensdauer? Wie lange kann die? Die Investition muss der Kunde ja treffen und ist ja noch relativ hoch. Wie lange kann die denn funktionsfähig sein, ohne dass jetzt große Reparaturen nötig sind? Lachen Sie nicht. Ich sage Ihnen jetzt mal, ich habe für meine Dachfensterjalousien habe ich Fotozellen. Und seit vielen Jahren funktionieren meine Fotozellen da oben und keine Stromleitung führt zu meinen Dachjalousien, Fensterjalousien. Wie viele Jahre geht das? Seit wie vielen Jahren ist die... Ja, das kann ich gar nicht so... Vielleicht sagen wir mal 6, 7 Jahre vielleicht auch schon. Aber diese kleine Fotozelle in der Dachjalousie ist oberhalb der Dachjalousie hier 20, 25 mal 10 oder so ungefähr groß. Ja. So eine kleine Fläche. Ja. Über jedem Fenster für die jeweilige Jalousie. Ja, also ohne das System jetzt im Detail zu kennen, aber ich würde es absolut nicht ausschließen. Also die Solarzellen an sich degradieren, oder Entschuldigung, die altern kaum. Nein, also die großen... Ja, es gibt eine Degradationsrate, also das heißt, die Rate, wie der Wirkungsgrad schlechter wird, der ist aber sehr überschaubar, und eine technische Nutzung ist über Jahrzehnte möglich, eingeplant, garantiert durch viele Hersteller, 20, 30, 40 Jahre. Und für die kleinen Solarzellen würde ich jetzt mal keine persönliche Garantie übernehmen, aber auch nicht ausschließen, dass die noch 30 Jahre halten. Die Photovoltaikzelle, oh, das ist jetzt, da erwischen Sie mich gerade. Also ich glaube, wann war die erste Photovoltaikzelle? Muss ich raten oder die Frage mal mitnehmen, wie man bei uns sagt. Aber ich vermute mal irgendwie in den 40er, 50er Jahren. Die ersten Mikrochips gab es, ich glaube, 1971. Also irgendwie den ersten Nobelpreis für den Fotoeffekt, den gab es 1905 schon. Das war aber das Prinzip, dass es das überhaupt gibt. Also das war von Einstein. Aber jetzt, dass die technisch oder industriell auch hergestellt werden, da könnte ich jetzt auch nichts zu sagen. Das Spannende finde ich persönlich eher, dass die in ihrem Wirkungsgrad gar nicht so sehr sich verändert haben über die Jahrzehnte. Oh, das... Also jetzt würde ich nicht so stehen lassen. Mit der Wirkungsgrad, der wächst auch signifikant, und man denkt, okay, Wirkungsgrad 20%, 25%, 30%, das ist ja gar nicht 100%, okay. Genau, also in dem Rahmen okay. ist das, aber die aber Preise sind ja, das war ja das Spannende auch, dass die Preise einfach massiv runtergehen und dass dann die Menge auch kommt. Das Argument zu Ende geführt.
Also ein Unterschied zwischen 20% und 30% Wirkungsgrad ist eine Erhöhung um 50%, was natürlich die Kosten in der Tendenz dann mal ein Drittel niedriger macht. Ja? Also das ist schon viel. Okay, vielen Dank. Genau. Ja, 1839, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, sagt Google. Ja, also ich habe einen 40 Jahre alten Solartaschenrechner, der funktioniert immer noch. So, aber das war jetzt nicht meine Sache, sondern... Genau. Sie sprachen Südlink an, weil wir im Norden Wind haben und im Süden die Industrie. Sie haben auch die sinusähnliche Kurve des Sonnenscheins gezeigt. Die Sonne hört ja nicht auf zu scheinen, die scheint nur woanders. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es dann einen Westlink? Funktioniert das heute schon? Verkauft man sich gegenseitig den Strom oder muss da auch nochmal neue Leitung? Also jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern global gesehen. Herzlichen Dank für diese Frage. Ich habe es nämlich vergessen, im Vortrag zu erwähnen. Also ein ganz wesentlicher Teil der Lösung ist die Netzintegration europaweit. Also dieses nationale Optimieren ist viel schwieriger, als diesen gemeinsamen Strommarkt zu bewirtschaften. Irgendwo bläst immer der Wind. Irgendwo scheint viel öfter die Sonne, als eben, wenn man das lokal zu sehr einschränkt. Und die Integration des europäischen Stromnetzes, des Strommarktes, die wird massiv vorangetrieben und so ähnliche Infrastrukturmaßnahmen wie Südlink mit wesentlich weniger Kapitalbedarf gibt es überall punktuell. Wir werden, machen wir das schon oder ist das geplant demnächst, die norwegischen Pumpspeicher auch zu nutzen für unseren Überschussstrom. Also diese Integration europaweit, die macht extrem viel Sinn, um eben auch die wirtschaftliche Resilienz zu behalten. Dann wird es überall nicht teurer, sondern in der Tendenz günstiger werden. Vielleicht anschließend noch mal eine andere Frage. Ich fahre seit mehreren Jahren elektrisch. Beim Laden auf der Autobahn hat man Zeit. Man kommt mit anderen elektrisch fahrenden Autofahrern ins Gespräch. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, der am Gardasee wohnt. Der hat mir erzählt, wie dort die Elektromobilität und das ganze elektrische Thema gefördert wird. Da habe ich nur so die Ohren angelegt, wesentlich mehr als wir in Deutschland. Und wir haben ja auch bei den Absatzzahlen der elektrischen Autos festgestellt, wie die Förderung sich da auswirkt. Müsste da oder wäre es sinnvoll, dass die Regierung noch mehr fördert? Auch im Vergleich europäisch. Ehrlich gesagt, ich möchte das nicht sagen. Es ist immer leicht, Forderungen zu stellen an die Politik oder die Gesellschaft, fördert uns dies und jenes. Ich glaube, es macht auch aus gesellschaftlichen Gründen durchaus Sinn, da jetzt nicht irgendwie einen Trend abzuwürgen, ja? Weil wir sind gut unterwegs, habe ich mit dieser S-Kurve ja gezeigt. Wir haben jetzt die breite Masse gerade vor uns und es wäre echt super schade, wenn sich dieser Trend jetzt irgendwie verlangsamen würde. Aber welche Maßnahmen genau getroffen werden, das möchte ich gerne anderen überlassen. Ich möchte mich beziehen auf Ihre Anmerkung, dass ein Laden beim Arbeitgeber auch mit geplant eingerechnet wird oder wie auch immer Sie das jetzt darstellen. Sie sind ja nun von der Volkswagen Group. Wir sind in Wolfsburg. Wir sind in Wolfsburg und jeder weiß ja, dass Volkswagen diesen Bereich fördert und dass viele Volkswagen-Mitarbeiter auch mit Dienstwagen unterwegs sind. Innerhalb des Werkes gibt es ganz viele Ladestationen, auf den Parkplätzen außenrum schon relativ weniger. Am Anfang, also ich bin selber ehemalige Mitarbeiterin der Volkswagen AG, kann ich mich noch daran erinnern, als der Hype mit den Elektromobilen losging, waren meine Kollegen sehr angetan, dass sie kostenlos ihr Auto laden konnten auf dem Parkplatz. Es hat sich dann ratzfatz geändert, das Stimmungsbild ist gewandelt und es ist dann auch nicht mehr gern gesehen worden, dass man während der Arbeitszeit
außerhalb des Werksgeländes mal sein Auto umparken musste. Also dieses Laden beim Arbeitgeber, ich halte es für ein bisschen verfrüht, das so breitflächig anzulegen, denn ich denke mal nicht, jeder arbeitende Mensch in Deutschland, in Wolfsburg und auch in allen anderen Ländern hat die Möglichkeit, beim Arbeitgeber sein Elektrofahrzeug zu laden. Ja. Wie ist denn, haben Sie da Erfahrungswerte? Wird das denn forciert, dass zum Beispiel Arbeitgeber einen Anreiz bekommen von der Bundesregierung, dass die Ladestationen, also nicht nur in Großunternehmen wie Volkswagen, sondern auch halt bei kleineren Unternehmen, dass dann eine Ladestation dann montiert werden und die Mitarbeiter wirklich eine Möglichkeit haben? Oder ist es dann so wie jetzt, ich sage mal ganz klassisches Beispiel, werden Sie kennen, Parkplatz, Fußgängereingang, FE, dass man dann 10 Ladestationen hat und die auch nur begrenzt zum Laden dann vorgesehen sind? Ja, also auch herzlichen Dank für die Frage. Das ist so ein Praxisbeispiel. Daran sieht man, dass wir noch nicht am Ziel sind. Also was ich hier vorgestellt habe, das sind die Potenziale und da sind noch einige Schritte zu gehen. Technisch müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sozusagen an jedem Parkplatz eben auch eine Ladeeinrichtung ist. Und dann ist auch die Regulatorik teilweise noch nicht klar genug. Wir haben hier, ich glaube, das wird steuerrechtliche Herausforderungen genannt, warum dann sozusagen dieses Laden beim Arbeitgeber auch teilweise nicht so einfach ist. Da gibt es natürlich auch Lösungen, dass man das eben ortsabhängig abrechnen kann und so weiter. Aber Sie haben recht, das ist teilweise nicht so einfach umsetzbar, perspektivisch schon. Und die Frage, wird das staatlicherseits gefördert? Ja, das wird adressiert über Pilotprojekte, die gefördert werden. Und es wird eben als aus diesem Grund, ja, also wir haben diese Batterie auf Rädern, wir haben dieses Ziel, die Energiewende zu schaffen, wir haben dieses Potenzial, ein Drittel zu Hause, ein Drittel beim Arbeitgeber. Dann muss ich diesen Arbeitgeberteil auch irgendwie adressieren. Das ist schon aus meiner Perspektive erkannt und wird angegangen. Ich hoffe schnell. Nach wie vielen Jahren amortisiert sich der Baubetrieb und der Abbau einer Windkraftanlage? Also einer Windmühle. Gute Frage. Also amortisiert sich, also die Ausschreibungen sind ja, es ist in der Regel so, dass die Projekte ausgeschrieben werden und dann bekommt der Projektierer den Zuschlag, der den günstigsten Preis macht. Also das kann man auch runterbrechen auf den Strompreis, der sozusagen für die Gestehungskosten. Und das wird eben kalkuliert. Der Business Case ist abhängig vom Land, von der Region, von der Technologie, die ich einsetze, aber auch maßgeblich von den Finanzierungskonditionen, die ich bekomme. Da ist der Fachmann spricht von WACC, WACC, Weighted Average Cost of Capital, eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapitalkosten. Und das alles führt eben zu diesem durchschnittlichen Preis und die Anlagen werden, also eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von, muss ich ein bisschen raten, ich würde sagen 15, 20 Jahre werden die wahrscheinlich veranschlagt. Aber eben auch gegenüber PV mit höheren Wartungskosten. Und das alles wird sozusagen dann sichtbar in diesen Stromgestehungskosten oder Englisch ist die Abkürzung LCOE, Levelized Cost of Electricity, wo man die verschiedenen Möglichkeiten als jemand, der was bauen will, gut vergleichen kann. Danke. Ja, es wurde ja schon viel über erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge geredet und die beiden Technologien haben sich ja schon im Markt, also nicht durchgesetzt, aber sie sind da schon angekommen. Wie sieht das denn mit dem bidirektionalen Laden aus? Also gibt es da schon konkrete Ideen oder Umsetzungen? Weil eigentlich müssten ja Firmen wie Volkswagen jetzt schon damit
beginnen und die jetzt schon einbauen, damit sie in 5 Jahren verfügbar sind. Oder auch die Möglichkeit eventuell jetzt schon offen lassen, dass das auch ja, ausrüstbar ist. Ja, also erstmal auch wieder herzlichen Dank für die Frage. Sie haben vielleicht schon eine Vermutung, dass ich das auch so sehe, dass das eine gute Idee ist, die Fahrzeuge eben so aufzurüsten, die Infrastruktur so aufzurüsten, damit eben das Maximale aus dieser Batterie auf Rädern auch rausgeholt werden kann. Es gibt aber auch ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Die Fahrzeuge könnten ein bisschen aufwendiger werden, ein bisschen teurer dadurch für den Kunden. Wir wollen natürlich auch die günstigsten Fahrzeuge oder die günstigstmöglichen Fahrzeuge anbieten, die, um den Kunden nicht unnötig zu belasten. Es ist auch teilweise von den Potenzialen, die ich hier dargestellt habe, nicht so eindeutig, dass es sich immer lohnt, weil manche, wenn zum Beispiel die Regelleistung so schnell erreicht werden kann, dann kann ich damit auch ja, perspektivisch nicht ganz so viel Geld verdienen, weil der Markt ja schnell gesättigt ist. Solche Überlegungen stellen wir natürlich intern auch an, stellen sich sicherlich auch andere Unternehmen die Frage, wie viel Mehrwert stiftet das vor allem auch immer relativ zu anderen möglichen Lösungen. Es gibt ja sicherlich auch, sicherlich bekannt, die Möglichkeit, die Heimspeicher auch zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. Und was ist da besser, was ist da unterm Strich die bessere Lösung? Da laufen Diskussionen. Und was man aber festhalten kann und was ja auch kommuniziert ist, ist, dass die MEBs mit der großen Batterie bidirektional laden können. Ja? Also die brauchen eine fähige, eine entsprechende Wallbox, aber dann ist das möglich, technisch. Ja. Regulatorisch ist teilweise noch eine andere Frage, aber hinter meiner Messeinrichtung, also behind the meter, sagt man, kann ich ja vieles einfach machen, was technisch möglich ist. Und just do it. Okay, ja, danke. Und vielleicht die zweite Frage daran anknüpfend, wie sieht es dann mit der Netzsicherheit aus, wenn das möglich ist? Weil es muss ja gesteuert werden, der Vorgang. Also Angebot, Nachfrage müssen gesteuert werden. Und wenn das jetzt von, naja, übers Internet zum Beispiel funktioniert, ist das ja angreifbar, das System. Gibt es da schon Ideen oder auch Ideen, die also 100% sicher sind, also die nicht manipulierbar sind, wie zum Beispiel die Netzfrequenz zu verwenden, um das zu regeln? Geht die Frage eher in Richtung Cybersicherheit, also gegenüber Hackerangriffen oder eher in Richtung, dass die technischen Anlagen nicht ausfallen? Also beides ist, glaube ich, relevant. Eher Cybersicherheit, beziehungsweise auch physikalische Lösungen sind ja vielleicht auch denkbar. Also die Netzfrequenz hängt ja von der Auslastung ab. Das heißt, wenn die eine Frequenz unterschreiten würde, wäre das ja auch eine Möglichkeit, dann ein Entladen zum Beispiel zu unterbinden, also dass das Netz nicht angreifbar ist. Also gibt es schon solche Überlegungen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also diese Netzstabilität ist, glaube ich, das Kernziel der Netzbetreiber. Und auch die Regulatorik adressiert insbesondere diese permanente Elektrizitätsversorgungssicherheit. Was auf europäischer Ebene gerade reguliert wird, sind diese sogenannten Gridcodes beispielsweise. Da müssen eben auch die Fahrzeuge letztlich ja, nach bestimmten Kriterien zertifiziert werden, dass die ausfallsicher sind, dass man davon ausgehen kann, dass wenn die aggregiert sind, dass sie sich so verhalten wie eben ein ja, größerer Speicher und, oder Kraftwerk. Und ja, also wird auf allen Ebenen sich angeschaut und deswegen ist es auch ein nicht ganz so kurzer Weg. Aber da passiert sehr viel. Okay, ja, danke. Ich würde jetzt die letzte Frage noch. Ja, es ist nur eine Nachfrage zu der Anmerkung eben. Also es gibt momentan keine Fahrzeuge von Volkswagen, außer die großen, mit den großen Speichern, die das können, bidirektionales Laden. Ist das ja, so? Irgendwo muss man ja anfangen. Also ja. Genau. Also nach meiner Kenntnis, ich hoffe, ich bin up to date, ist es so. Ja. Und die Tendenz ist wahrscheinlich, wenn Sie sagen Kosten, und die Kosten sollen ja massiv, also der Wunsch ist ja bei allen da, das wäre vielleicht auch noch eine Frage, dass E-Mobilität eben bezahlbar wird, ja. Weil wenn ich, die Frage kam ja eben schon,
wann sich das amortisiert, bei Windkraftwerken war es ja, glaube ich, eben gerade. Aber wann kann es, also angenommen, ich habe jetzt eine Photovoltaik zu Hause und ich habe mein Auto kann bidirektional laden und ich kann das Ganze schön zusammen nutzen. Ja. Es ist ja immer noch eine Sache, die eigentlich teurer ist, als wenn ich mit klassischer Energie mich versorge, oder? Also nee, in vielen Fällen lohnt sich das unterm Strich schon heute. Ja. Also wenn man sich das durchrechnet, ist manchmal eine knappe Kiste, aber es wird, also der Trend geht auf jeden Fall zu einer Wirtschaftlichkeit, weil auch alles andere teurer wird. Also das ist so, dass es in vielen Fällen heute schon wirtschaftlich ist, aber es ist eben auch nicht so, dass es so heute schon völlig eindeutig ist. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Kollegen noch nicht jedes Produkt BD-fähig gemacht haben. Kann da auch noch spekulieren. Danke. Vielen Dank hier für die rege Diskussion. Vielen Dank Ihnen nochmal, Herr Reckers, für den Vortrag und auch für die Diskussion hier. Ich würde Sie alle, die hier vor Ort sind, herzlich einladen, auf ein Glas Wein gemeinsam zu trinken. Da kann man das auch nochmal weiter ausführen, Detailfragen. Und die Diskussion hier bestärkt mich eigentlich darin, dass wir im November, Dezember nochmal wieder eine Vortragsreihe zum Thema Energie haben. Da geht es einerseits um Windkraftanlagen, auch um Rohstoffe, um elektrische Energieversorgung, Emissionen. Also das wird von verschiedenen Seiten auch nochmal weiter beleuchtet, das Thema, aufbauend auf die Ausstellung, die wir haben im Moment. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen, immer donnerstags abends. Besuchen Sie uns gern und kommen Sie wieder. Viel Spaß beim Weintrinken und kommen Sie gut nach Hause.